Okay, hallo, es ist das Halbfinale von Princess Charming. Punkt. Wer die ganze Folge nicht gesehen hat, bei RTL Plus kann man sich ein Abo machen und die ganze Folge anschauen. Und ja, dieses Video ist mal wieder unterstützt von Bruna The Label. Keine Sorge, ich erzähle euch nicht nochmal 3 Minuten, woher mein Schmuck ist. Das habe ich in Folge 1 schon gemacht. Letzte Mal, als ich Werbung gemacht habe, gab es nämlich keinen Rabattcode. Das kommt nämlich eigentlich auch nie vor. Jetzt feiert Bruna aber seinen 5. Geburtstag und halt allgemein auf der Website 10% Rabatt bis zum 1. September. Und mit dem Code Bruna-Annika bekommt ihr zu den 10% nochmal 5% dazu. Nach dem 1. September geht dann nur noch mein Code. Da gibt es dann keine 10% von Bruna selbst mehr. Dann fangen wir jetzt an mit der ersten Szene. Oh, Lea kann laufen. Hot. Es macht auf jeden Fall was mit mir, dass bei der letzten Entscheidung 4 Frauen die Villa verlassen mussten. Die Verbindungen werden intensiver und jetzt wird es wirklich ernst. Ich freue mich jetzt einfach, mich fallen lassen zu können. Was? Achso, was? Nee, ich habe nicht zugehört. Ich habe nur darauf geachtet, wie der Laufstil ist. Keine Ahnung, was Lea gesagt hat. Egal, guten Morgen in die Villa. Guten Morgen. Es ist krass, dass wir einfach halbiert wurden gestern nochmal. Oh, Himmels Willen, da kommt ja gleich der Krankenwagen. Hat's wehgetan? Und was darf bei einem guten Morgen nicht fehlen? Oh, das sieht mir aber bisschen wässrig aus. Lecky. Und sonst so? Ich glaube, dass Maike und Lea nochmal eine andere Verbindung haben. Ja? Warum? Einfach, weil die sich auch schon viel länger kennen. Ach krass. Die kennen sich schon. Ich bin überrascht, dass ich noch hier bin. Ja, nicht nur du, sind wir alle. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich glaube, den Punkt, ab dem man es noch verstehen hätte können, den haben wir schon alle längst überschritten. Ich weiß nicht genau, warum sie sagt, sie möchte gehen und dann geht sie nicht. Trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin die Einzige, die das so ein bisschen versteht. Ich denke halt, Maike dachte, als Tommy rausgeflogen ist, dass Lea alles, was in Richtung Beziehung öffnen oder Poli geht, für Lea komplett ausgeschlossen ist. Aber als sie geredet haben, hat Lea ja gesagt, so, sie schließt das nicht aus, eine Beziehung zu öffnen. Und Maike hat gesagt so, ja, das und das sind aber jetzt auch ihre Bedürfnisse. Und Lea hat gesagt, okay. Und Lea hat Maike drin gelassen, deswegen ist Maike noch da. Und jetzt sind halt, glaube ich, einfach beide ein bisschen die Lulu und denken, das kann halt so funktionieren in der echten Welt. Ich finde es ehrlich okay, dass Maike noch drin ist. Und alle machen sich ja so und so Gedanken, wie es Lea damit geht. Oh, ja, ich hoffe, sie macht sich nur nicht so krass den Stress jetzt. Also schlimmer als die letzten Folgen kann es, glaube ich, auch gar nicht mehr werden. Am Ende sagt Maike im Finale nein oder so. Ein Brief kommt in die Villa. Zum Vorlesen ist Maike aber anscheinend noch zu müde. Deswegen brauchen wir erstmal ein bisschen Kaffee. Geil! Was ein Luxusleben hier. Erstmal Käffchen. Oh, schön. Was für eine Hilfebotschaft hat Marlene da jetzt reingezaubert? Also, ich habe euch ein Rätsel gemacht. Ihr müsst herausfinden, was das bedeutet. Guckt mal hier. Ein Penis. Im Brief wird Marlene eingeladen zu einem Dschungeldate. Ich finde Marlene so schön, wenn sie lacht. Zack, sind wir auch schon bei Lea im Dschungel. Und ja, es kribbelt. Kribbelt und kräht. Cool. Und ansonsten fahren wir heute noch Quad. Ich habe mich richtig gefreut, dass man so einen Adrenalinkick auf jeden Fall bekommt, weil man mit den Dingern ja hoffentlich auch schnell fahren kann. Das hoffen wir doch alle. Athos. Oh, da habe ich mir gleich meinen Kaffee verschüttet. Komm, unruhig sein. Dann schauen wir doch mal, wie schnell die Quads fahren können. Da fliegt Marlene ja fast hinten über, so schnell ist das. Was passiert eigentlich, wenn man hier wieder die Musik wegnimmt? Ah ja, perfekt. Also je ruppiger ich fahre, desto mehr Körperkontakt. Mal gut zu wissen. Vor allem, wie sie sich festhält. Da ist die Hand aber gefährlich nah, du. Ja, und Marlene, wie war es so? Genossen, dass ich so ein bisschen körperliche Nähe zu ihr haben konnte, obwohl es so ein actionreiches Date ist, also... Wie war das Date? Actionreich. Action? Action, 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 Action. Action! 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 Super, danke schön. Und was sagen Deutsche, wenn sie fertig sind mit irgendwas? So! Jetzt darf nämlich Marlene noch mal ran. 2 Sekunden Eingewöhnungszeit reicht. Jetzt können wir Vollgas geben. Okay. Habt ihr eine gute Auslandsversicherung?
Es ist so witzig, Leute. Die letzte Szene bei Zoomania, wie sie Flash rausziehen, weil er einfach absurd schnell die Straßen lang fährt. Da reicht es Lea auch gar nicht mehr, sich bei Marlene festzuhalten. Ja, wie war's? Turbulent. Turbulent. Da machen wir doch alle drei Kreuze, dass die keine Kameraperson umgefahren hat und beide heile angekommen sind. Rasant. Risikoreich. Lebensgefährlich. Aber auch echt geil. 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 Das war's aber noch nicht mit dem Date. Wir setzen uns jetzt noch ein bisschen hin. Ich find's auch immer spannend, den Grad von abgestanden bei den Drinks zu verfolgen. Wenn sie so die B-Roll und die Close-Ups filmen von der schönen Location, wo sie gleich sind, es dann aber eher noch eine halbe Stunde dauert, bis sie sich da hinsetzen und es einfach schon nur noch eklig ist, diesen Saft wahrscheinlich zu trinken. Da war er nämlich noch frisch. Und 2 Sekunden später... Und dann wird kurz gequatscht. Ich mag voll die Art, wie du dort bist. Mhm. Mit den anderen auch. Ich muss auch sagen, Marlene ist einfach in der Villa viel lockerer und viel natürlicher, offener und lustiger mit allen anderen zusammen. Und bei Lea wirkt alles ein bisschen aufgeregt, verkrampft. Und apropos Villa, da gucken wir auch noch mal kurz vorbei. Ich kann gar nicht glauben, dass ich noch hier bin. Da stand, sagt sie ja, geh nach Hause. Und dann sitze ich vor ihr und so. Du denkst dir so, ey, das geht nicht. Und dann entscheide dich mal, wenn dein Gefühl sagt so, oh mein Gott, ich finde es toll, ich mag das irgendwie, wie wir zusammen sind. Aber eigentlich weiß man, irgendwas passt da von den Grundsätzen schon nicht. Das ist doch scheiße. Das ist wie, wenn eine Person Kinder haben will und die andere nicht. Das ist doch im echten Leben auch so, dass einfach lange noch was versucht wird. Aber kannst du es bitte einfach genau so nochmal sagen im Interviewbereich? Mein Kopf sagt mir natürlich, pass auf, die Zweifel sind da. Und mein Herz sagt natürlich, ich fühle mich total wohl mit Lea und habe eine echt gute Zeit mit ihr und fühle mich zu ihr hingezogen. Warum haben Sie dann die erste Szene überhaupt reingeschnitten? Ja, ne? Wenn sie das und nicht möchte, kann sie sich rausschmeißen. Genau, wenn sie das nicht will, kann sie sich rausschmeißen. Und wie gesagt, letztendlich, Maike hat Lea gesagt, so und so ist es. Jetzt liegt es halt an Lea, um zu sagen, so okay, sie geht das Risiko ein. Weil Liebe ist immer ein Risiko. Ich bin natürlich einfach vorsichtig, weil ich nicht möchte, dass sie sich nicht treu bleibt. Ich finde, wir müssen da beide weiter objektiv auch so ein bisschen drauf schauen, dass wir nicht unsere eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Ich glaube, das ist aber in beiden Fällen schon passiert. Darf ich fragen, weswegen deine letzte Beziehung gescheitert ist? Naja, also sie war monogam und ich bin poly. Spaß! Spaß! Die Gefühle haben wohl einfach am Ende nicht mehr so gereicht. Aber im richtigen Moment loslassen. Maike zum Beispiel. Das musste ich auch. Vielleicht sollte man das jetzt auch einfach. Und wieso ist die Beziehung auseinandergegangen? Musste sie dann noch mal kurz neu starten oder was ist passiert? Und wieso ist die Beziehung auseinandergegangen? Nein, okay, es geht ausnahmsweise mal nicht um Maike. Weil wir die Beziehung geöffnet haben. Deswegen ist das Thema halt einfach allgemein ein bisschen schwierig auch. Also wollte die andere Person die Beziehung öffnen, oder? Also ich war dafür, diese Beziehung zu öffnen. Ach so, Lea wollte die öffnen. Wait a minute. Ich habe mich auch relativ schnell dann in die Person verliebt, mit der ich dann was angefangen habe. Ach so. Ich finde, das öffnet gerade eben ganz andere Türen. Also dadurch, dass Lea sich beim Öffnen der Beziehung in eine andere Person verliebt hat, ist wahrscheinlich einfach jetzt gerade eben dieses Bewusstsein und diese Angst da, dass sobald eine Beziehung geöffnet wird, die Gefahr besteht, dass eine von beiden Personen sich in eine andere Person verliebt. Da könnte man gleich ein ganzes Essay drüber schreiben. Kurzer Zwischenstand, irgendwer war wohl so mutig, um diesen Melonentrunk zu trinken. Und dann wird jetzt ein bisschen gekuschelt. Ja, gut. Das ist nass. Das ist wirklich. Ich würde vielleicht auch nochmal ein Wasser nehmen. Ja. Ist auch noch was? Ich weiß nicht, ob es einfach gleich bleibt oder ob es sogar von Date zu Date ein bisschen unangenehmer wird. Ich finde aber auch, dass Marlene da nicht alleine dran schuld ist. Also ich finde, beide wirken einfach sehr unsicher. Auch Lea, wie sie dann sofort hochgeht, nur weil es ein bisschen schwitzig wird. Ja, ganz schön heiß hier. Das wird ja in keinem Leben was zwischen den beiden. Bist du schüchtern? Ich bin schüchtern. Ich aber auch. Keine gute Kombi dann. Das führt dann auch heute zu nichts mehr. Jedoch soll sie sich auch nicht verstellen. Also vielleicht wäre da dann eher nochmal so ein Gespräch nötig. Ist das hier gerade wirklich das, was du willst? So ein klärendes Gespräch ist ja auch schon wieder lange her.
Wird ja auch mal wieder Zeit, oder? Heute wird fair aufgeteilt. Christine ist die Nächste, die auf ein Date darf. Geschüttelt, nicht gerührt. Ja, Christine wird zum Cocktailmixen eingeladen, weil Christine arbeitet ja in einer Bar. Geil! 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 Wow. Herzlich willkommen an dem wahrscheinlich schönsten Ort der Insel. Der eine Quadratmeter neben mir, weil... Ich bin die Princess. Und was gibt's denn da so Feines zu mixen? Ich bin sehr gespannt, wie wir uns da heute kreativ ausleben können. Abgestandenes Eiweiß. Bock auf ein bisschen Salmonellen. Wow. Das ist einfach wunderschön. Ein wunderschöner Ort. Oh, ich dachte kurz, sie macht jetzt einen Heiratsantrag. Diese Pause war viel zu lang und dann ist sie so runtergegangen. Das ist einfach ein wunderschöner Ort. Christine, ich habe jetzt schon sehr lange, scheint wohl wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Ausblick zu sein. Das fehlen mir ein bisschen die Worte. When you say nothing at all. Find someone who looks at you like Lea looks at Christine. Cute. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, warum wir eigentlich hier sind. Wenn es jetzt nach mir ginge, würde ich dir natürlich einen spektakulär machen. Ein Wortwitz. Ah, voll lieb, danke. Der ist mir ein bisschen zu unspektakulär. Oder sag doch du mal, Christine, wie schmeckt's? Nicht so? Nein, der ist super lecker, aber ich war gerade irritiert, dass du wirklich sagst. Och man, Lea, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Der hat bestimmt toll geschmeckt, dein Cocktail. Dann gibt's noch ein bisschen Redezeit. Ich bin froh, dass ich noch da bin, auf jeden Fall. Und dass wir uns auch weiterhin, ne, auf jeden Fall kennenlernen. Also entweder es gibt diese Gespräche nicht, aber warum wird denn einfach nicht gezeigt, wie sie sich wirklich kennenlernen? Man erfährt die ganze Zeit nichts übereinander. Ich wollte tatsächlich auch, ich weiß, das Thema ist sehr, sehr ausgelutscht. Ich stehe gar nicht auf Frauen. Ach so, es geht um Maike. Okay. Christine wollte einfach nur sagen, so, dass es schon klar ist, dass mehrere Personen Lea daten, aber sie nicht darauf vorbereitet war, dass eine Ex-Freundin mit im Rennen ist. Hier ist eine Person, die halt auch schon eine Vergangenheit mit der Person hat. Ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, was genau das Problem ist. Vielleicht halt einfach, dass man das Gefühl hat, eh keine Chance zu haben. Das mag auf den ersten Blick erstmal nur wie ein Vorsprung wirken. Okay, also gut, wir sind bei Folge 9. Auch beim 35. Blick wirkt das trotzdem noch wie ein Vorsprung. Ach, das heißt nicht, dass das hier von vornherein irgendwie ein ich date hier Maike und guck mal, wie lange es dauert Format ist. Ja. Überhaupt nicht. Ich bin ehrlich, ich musste bewusst darauf achten, nicht bei jedem Thumbnail Maike mit drauf zu packen. Ich finde schon, dass Princess Charming dieses Jahr eher eine Princess Maike Show ist. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, keine Ahnung. Aber gut, dann haben wir das Thema geklärt. Geklärt. Klären. Tunwort. Ein klärendes Gespräch über das aktuell bevorzugte Beziehungskonzept zweier oder dreier Personen. Ich hatte eigentlich Angst, dass du mir jetzt sagst, ja, ich bin übrigens in einer polyamoren Beziehung und meine Partnerin und mein Partner warten zu Hause auf mich. Nein, das wäre ja vogelwild. Aber jetzt, wo du es schon sagst, also... Also ich kann dir dazu auch was sagen. Mhm. Ich bin eigentlich hauptsächlich monogam. Eigentlich hauptsächlich. Ich bin offen für Kommunikation, ja, wenn meine Partnerin das möchte. Ja, okay. Also eigentlich auch so wie Lea, oder? Also ich bin da eher eine monogame Maus. Nicht so eine Polyhygiene wie Maike. Spaß, okay? Spaß. Spaß! Lesbians. Überall die Finger im Spiel. Schlimm, oder? Jetzt sind sie sogar schon bei der Bachelorette. Diese woke Scheiße schaue ich mir nicht an. Nicht nur die Finger. Außer Sarah. Außer Sarah. Die hat die Finger nur im Mund. Hab kein Problem. Ich hätte gedacht, dass du auch so krass unterwegs bist. Krass. AKA Poli oder offen? Oder was heißt jetzt krass? Ich grabe nicht alles an, was nicht auf drei auf dem Baum ist. Wir auch nicht. Oh, das war aber sehr ungünstig formuliert, Sarah. Wie können wir das am besten anders beschreiben? Nur offen. Nur offen? Nein, Nein Poli. Aber... Hä, wieso sagt Maike jetzt Poli? Jetzt steige ich auch aus. Und ich bin ehrlich, ich will dem Streit eigentlich auch überhaupt gar keine große Gewichtung geben. Es ist meiner Meinung nach überhaupt nicht relevant. Es ist einfach nur ein kurzes, schlecht gelauntes Hin und Her. Und ihr lebt, wie ihr wollt. Und das ist perfekt für alle, finde ich so. Klingt gerade irgendwie so, als wären wir voll die Sluts und du bist hier so die... Ja, ich finde, das ist uns gerade eher negativ. Ach so. Ich frage mich aber die ganze Zeit, warum Maike und Marleen jetzt in einem Team sind. Ich dachte, Marleen ist auch
nur monogam. Scheiß auf so einen Affärenstammbaum. Wir müssen hier Polymonogam-Stammbaum machen. Das war von uns nicht so gemeint. Okay. Aber ich hab's halt nicht das erste Mal gehört. Okay, dann ist das jetzt aber wahrscheinlich eher was Persönliches, was da getroffen wurde, oder? Ich glaube, alle Beteiligten haben jetzt schon mittlerweile wieder vergessen, was überhaupt das Problem ist. Tut mir leid, dass wir dir ein schlechtes Gefühl gegeben haben. Keine Ahnung, warum überhaupt, aber tut mir leid. Aber irgendwie kommt Sarah halt dann gerade eben mit den Sticheleien zum Thema Monogamie wohl nicht klar. Du machst es bei mir genauso, Sarah, deshalb. Marlene spielt ein bisschen Nebelmaschine für die Dramatik. Aber ich hab ja nicht gesagt, dass es irgendwie schlecht ist oder so. Ja, und ich bei dir auch nicht, deshalb verstehe ich nicht, warum das jetzt auf einmal ein Problem ist. Das ging ja nicht darum gerade. Aber um was denn dann? Und jetzt ist so der Moment, man sollte dieses Gespräch einfach beenden und gehen. Wir brauchen trotzdem aber noch mal ein bisschen Nebel. Das ist halt sehr wichtig. Und ich bin ehrlich, ich will dem Streit eigentlich auch überhaupt gar keine große Gewichtung geben. Lassen wir das, kommen wir mal wieder zu den wichtigen Fragen. Wie war das bei dir, großer Löffel oder kleiner Löffel lieber? Um Himmels Willen, gibt's keine anderen spannenden Fragen, die man stellen kann, oder? Haben wir darüber nicht schon 4-mal geredet? Aber gut, okay, wird danach noch irgendwas Spannendes geredet? Ja. Ich hätte Lust, dich nochmal zu küssen. Absolut gerne. Naja, okay, küssen ist mindestens genauso gut wie reden. Die Küsse von den beiden aber auch spannend intensiv irgendwie. Ich kann noch nicht so ganz interpretieren, was ich da fühle. Christine hat mich auf jeden Fall heute wieder überrascht. Ich habe ja angedeutet, dass ich sie gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Das hat sich definitiv geändert. Und ich finde schon auch, dass Christine auf jeden Fall ordentlich aufgeholt hat. Aber dadurch, dass Lea sagt, am Anfang hatte die überhaupt gar nicht auf dem Schirm, glaube ich einfach, dass das deswegen nicht so viel mehr wird. Der Tag war ereignisreich auf jeden Fall. Geil, abgestandener Espresso Martini. 11 Uhr nachts erstmal Doppelshot Espresso. Hot. Wer braucht schon Schlaf? Und dass der Haussegen schief hängt, das merkt Christina auch in den ersten 10 Minuten. Ja, als ich zurückgekommen bin, war anscheinend nicht so die beste Stimmung. Haben wir heute Alkoholverbot oder was ist los? Ach nee, stimmt, die pfeifen sich ja eh schon wieder alle Bier rein. Gibt's eigentlich einen Tag, an dem die nicht getrunken haben jetzt? Ja, und der hat noch gefragt, ob ich da bleiben möchte und bei ihr schlafen möchte. Spaß. Nein, das war's nicht. Ich dachte, warum sagst du nein? Ja! Nein! Ja! Doch! Nein! Ja! Ja! Nein! Geil! Und Sarah war halt einfach wahrscheinlich der Tag ein bisschen zu viel. Deswegen musste es jetzt mal kurz raus. Okay. Sarah. Wenn man austeilt, muss man halt auch einfach mal einstecken können, finde ich. Aber das ist ja halt einfach auch schon offensichtlich lange nicht mehr das Problem gewesen. Ich glaube, Sarah hat einfach allgemein nicht so eine gute Laune gehabt. So. Okay, und sie hat es offensichtlich aber auch ganz, ganz falsch aufgefasst. Die Berliner waren gegen mich. Berlin gegen Köln, ich hab verloren. 2-1. Och, Maus. Ich bin einzige Monogame, das ist ja nicht in Ordnung. Das war das Thema gewesen. Da war die Haut halt einfach ein bisschen dünn heute. Kleine Analyse, ist es aber auch super interessant, dass dieses Thema so dolle ausgeschlachtet wird, obwohl jeder versteht, dass es super unnötig ist und aber auch 4-mal reingeschnitten wird, dass Maike sagt. Wer austeilt, muss einstecken können, Punkt. Sorry, aber das geht zu weit. Als würde der Schnitt wollen, dass Maike jetzt unsympathisch rüberkommt, weil es einfach ein bisschen kalt wirkt, so. Es ist nichts verkehrt daran, monogam zu sein. Es ist nichts verkehrt daran, poly zu sein. Hat ja auch in beide Richtungen auch niemand gesagt. Von daher gehen wir vielleicht auch einfach früh schlafen. Und das ist dieses Problem einfach nur kurz zusammengefasst, ja. Aber auch wenn wir letzte Nacht alle so schön nebeneinander geschlafen hat, heute nicht. Face up be the middle. And you be the corners holding. Oh nein, Sarah. Ich zieh aus. Blue and I'm the scissors. Zeit, dass Maike auch mal irgendein Action-Date bekommt. Die spürt auch schon lange nichts mehr. Der Schlaf tat auf jeden Fall gut. Ja, bin in einem nicht so guten Gefühl eingeschlafen. Heute Morgen aber wach geworden und da ging es mir schon viel besser. Ich glaube, es tat ganz gut, mal eine Nacht drüber zu schlafen. Ist sie schon wach? Schlafwandelt sie? Was genau sucht sie? Dann räumen wir die schlechte Stimmung jetzt auch noch mal schnell aus dem Weg. Coffee time. Dankeschön. Schön. Ach, perfekt. Danke fürs Rumschieben, Sarah. So steht der Tisch auf jeden Fall besser da. Mir tut das wirklich leid, dass du dich gestern so gefühlt hast. Soll das eine Entschuldigung sein? Bester Schritt aufeinander zu. Mir tut es voll leid, dass du gestern ein Problem hattest. Ich finde aber auch, so wirklich was zu entschuldigen gibt's nicht. Hab dich lieb, Cousin. Cousin. Und wie geht's unserer Nebelmaschine?
Und damit sich die Stimmung jetzt einfach auch mal ein bisschen bessert, gibt's für Sarah heute ein Einzeldate. Ich hoffe, du hast keine Angst vor großen Tieren. Elefanten! Plot Twist, wir schwimmen mit Haien. Oder große Kakerlaken. Auch gut. In Sarahs Traumvorstellung läuft das Date mit den Elefanten so ab. Und dann tun mir die weh und dann muss ich mich retten. Was? Dann tun die mir weh. Ich kenne gefühlt mindestens 3 Personen, die genau dieses Elefantentattoo am Knöchel haben. Wir befinden uns heute bei einer Elefanten-Sanctuary. Da haben sie sich auch praktischerweise einfach die 5-Jahres-Eintrittskarten gegönnt. Ja, was sollen wir machen? Auf Koh Samui gibt es halt einfach nur 3 spannende Sachen, die man als Date machen kann. Hier wird sich auf jeden Fall doll gefreut bei der Begrüßung. Hi. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Elefanten? Und die Elefanten so schön, euch zu sehen. Die halt auch einfach noch mal eine andere Lache extra mit reingeschnitten wurde. Warum? Sarah hat sich so doll gefreut, Lea zu sehen. Wir müssen 4 Lachen auf einmal reinschneiden von ihr. Und Lea, warum genau das Elefantendate mit Sarah? Weil ich dachte, das holt unsere sanften Seiten mal so ein bisschen raus. Okay. Das sind ja hier sehr sanfte Riesen, genau wie wir. Und hier nämlich die erste Hälfte von dem Lachen, das bei der Begrüßung reingeschnitten wurde. Wie viel Aufwand wurde da beim Schnitt betrieben, nur um Sarah noch mehr lachen zu lassen? Das ist so absurd, hä? Ich finde es voll schön, dass Lea so ein Date für mich ausgesucht hat, weil sie sich einfach Gedanken gemacht hatte und die dachte sich, okay, das passt zu Sarah. Daher auch der Espresso Martini um 11 Uhr nachts. Sowas plant sich ja nicht tagsüber, wenn man die ganze Zeit auf Dates ist. Lea, bitte überarbeite dich nicht, ja? Gut, dann wasch doch jetzt mal bitte kurz die Elefanten. Werde ich wahrscheinlich immer, wenn ich an Elefanten denke, auch an sie denken. Boah, das ist wahrscheinlich was sehr Schönes. Voll süß. Immer wenn ich Elefanten sehe, muss ich an Lea denken. Warum? Weil sie so große Ohren hat. Und auch hier haben wir noch mal ein bisschen Zeit zu zweit. Magst du es lieber, wenn man deinen Arm liegt? Ich mag beides total gerne. Ich habe das Gefühl, ich weiß nichts über Lea. Außer, dass sie monogam ist, viele Hobbys hat und auch Switch ist, was die Löffelposition angeht. Welches von diesen 3 Themen besprechen wir jetzt? Ah! Ich habe irgendwie so ein bisschen in der Villa, hört man ja Dinge über dich, zu dem Beziehungsmodell. Ja. Das wollte ich kurz mal ansprechen. Ach, nächstes Jahr ganz neues Format, Princess Monogam. So poly war sie noch nie. Ja, bla bla, wir kennen die Antwort. Ich bin offen dafür, also, dass wenn ich eine Person kennengelernt habe und wenn sich irgendwann dann herausstellen sollte, das funktioniert so für uns gerade nicht mehr. Mhm. Aber wir lieben uns und vielleicht gibt es einen Weg, dass es wieder funktioniert, wenn wir gewisse Regelungen treffen. Für solche Gespräche habe ich mich noch nie verschlossen. Weißt du? Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass dieser Wunsch aus mir kommt. Ja, aber dann ist es doch zu 100% monogam. Warum dann die Erklärung davor? Lea, bleib dir doch selbst treu. Wenn der Wunsch nicht aus dir kommt, dann ist doch die Antwort klar. Endlich mal eine Frau, die tatsächlich auch nur mich wollen würde. Ganz erfrischend. Darauf erstmal ein Geroldsteiner Sprudel. Ja, nee, naja. Kommen wir zu Maike, die darf jetzt auch auf ein Date. Ich freue mich auf dich, deine Lea. Oh. Jetski? Ja, was willst du sonst auf Koh Samui machen? In den Klettergarten gehen? Teilen sich Lea und Marlene eigentlich den gleichen Kleiderschrank oder was ist hier los? Ich bin natürlich nicht komplett bescheuert. Ich habe schon gesehen, dass das eine andere Bluse ist. Ja, Lea, und für die ganz dummen Leute unter uns, was passiert denn jetzt? Wir befinden uns an einem wunderschönen Strand hier auf Koh Samui und ich werde gleich auf Maike treffen. Ach, das ist Maike? Krass, ich verwechsel die immer mit Sarah. Nach den ganzen Turbulenzen mit Maike bin ich froh, dass wir heute auf einem Jetski Platz nehmen werden. Da müssen wir ja zusammenhalten. Na du, es gibt immer noch die Möglichkeit, eine Person runterzukicken. Sorry, Lea, allein bin ich schneller. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein wildes fucking Gerät ist. Maike? Also das Jetski, nicht Maike. Ach so, das Jetski. Beide. Oh, ach so. Ah ja. Können wir darüber reden, wie gut drauf Lea einfach nach diesem Date mit Maike ist? Ich will ja nicht sagen, dass es schon wieder viel sagt, aber es sagt halt schon wieder viel. Das Date hat mich auf jeden Fall daran erinnert, wie viel Spaß wir in den 3 schönen Wochen im letzten Jahr hatten. Das war ganz schön viel Drama für so wenig Zeit, oder? Ja, es waren halt nur 3 Wochen. Was kann ich denn dafür? Und auch hier bekommen wir die Zeit zu quatschen. Da sieht der Drink noch gut aus. Kurzfrage, ist da aber Alkohol drin? Nein? Ja, okay, sorry, dann nehme ich ein Bier. Tja, so jung kommen wir in ein Zimmer. Das stimmt. Ja, und Kinder, wie war's? Wie fandst du es? Richtig geil. 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 Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu kurz gekommen, dieses Spaß haben, einfach mal genießen. Sag das mal den 8 Folgen davor. Und dann küsst euch mal noch kurz. War auf jeden Fall süß.
war ein gutes Date, oder? Es war schnell, es war spaßig, es war turbulent. Ich glaube, auch bei Maike ist irgendwie ein Knoten geplatzt. Oh, scheiße, geht's ihr gut? Bei mir auch. Musstet ihr dann beide ins Krankenhaus? Dann haben sich alle wieder zusammen in der Villa eingefunden und der Brief für die Happy Hour kommt rein. Christine. Persönlich. Wie süß. Und wenn deine Mutter vom Einkaufen nach Hause kommt und du dir irgendwelche Schuhe schnappst, um ihr beim Ausladen zu helfen. Die Happy Hour heute verbringen wir alle zusammen an einem Tisch. Cool, 10 Häppchen für 5 Leute. Die Stimmung ist auf jeden Fall sehr lieb. Super lecker. Die Zeit bei Princess Charming war auf jeden Fall sehr turbulent. 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 Und dann lassen wir doch nochmal bitte alles... Und dann lassen wir doch bitte mal nochmal alles ein bisschen Revue passieren. Das war auf jeden Fall so ein Riesenschritt, den ich auch bezeichnen würde als Schritt zu mir selbst irgendwie. Spannend. Spannend. Irgendwie, weil ich auch sehr selbstkritisch und auch unsicher bin. Irgendwie ist es schön, dass sie das gerade sagt. Gleichzeitig tut es mir natürlich auch voll leid, weil man das ja irgendwie auch die vergangenen Folgen so ein bisschen gemerkt hat in gewissen Situationen so. Vor allem, weil sie jetzt auch sagt, dass bei ihr das Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung überhaupt nicht zusammenpasst. Ich war ja auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Jetzt so in den letzten Folgen fand ich Lea auf jeden Fall sehr angenehm. Auf jeden Fall auch sehr viel lockerer. Daraufhin erstmal Cheers to the Queers! An alle, die Mut haben und sich trauen, ihre Gefühle zu kommunizieren. Ach so, Entschuldigung, okay, ja. Und dann sagen alle anderen noch ein bisschen was dazu, vor allem, dass sie halt einfach auch, was den eigenen Körper und die Darstellung halt in der Öffentlichkeit jetzt mit ihnen gemacht hat und auf jeden Fall mehr Selbstbewusstsein gegeben hat, was das angeht. Ich habe aber natürlich auch eine kleine Überraschung mitgebracht. Okay. Lea, unser kleiner Workaholic, schon wieder eine Nachtschicht geschoben, um das zu organisieren. Wow. Wow. Warum fackelt die Wiese nicht ab? Steht die Praktikantin mit einem Feuerlöscher bereit oder wie genau ist da die Sicherheit gewährt? Zum Funkensprühen gehen wir dann vielleicht aber doch an den Sandstrand, oder? Alter. Ja, voll cool. Danke für die 2 Sekunden Einblick von dieser krassen Feuershow, die wir dann in Zeitlupe gesehen haben, aber egal. Es fällt mir heute extrem schwer, diese Entscheidung zu fällen. Es gibt eine Person, bei der ich mir relativ sicher bin. Es ist so ausgeglichen dieses Mal. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Da sind wir mal gespannt, oder? Hey. Musst du sie auch noch mal kurz neu starten oder was ist passiert? Hey, ich hab euch echt lieb gewonnen. Und das, was wir hier erlebt haben, kann uns auf jeden Fall niemand mehr nehmen. Ich finde schon, dass solche Ereignisse und Erlebnisse damit kaputt gemacht werden können, was im Nachhinein noch passiert. Ich hatte das auch schon 1-2 Mal, dass im Nachhinein irgendeine Person so nervig war und oder dreist oder keine Ahnung, was da das richtige Wort ist, dass ich mir denke so, boah, das hat meinen kompletten Blick auf die ganze Produktion irgendwie so ein bisschen genervt gemacht. Naja, aber ich hoffe, euch geht's gut. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ich danke dir auch für die Zeit und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Tschüssi, Sarah. Ich hoffe, dass sie nicht verletzt wird. Warum wurde noch genau dieser Satz von Sarah drin gelassen? Wird Lea etwa verletzt? Die Jahre davor wusste ich immer, wer gewinnt, aber diesmal habe ich gesagt so, nee, ich will es nicht wissen. Maike. Gut, Maike ist weiter, das wissen wir alle. Maike, wir hatten hier eine ziemliche Berg- und Talfahrt. Mhm. Heute das Date war auf jeden Fall wieder ein Höhepunkt. Ja, alles klar. Geht's dann also nächste Folge wieder stark bergab oder Marlene ist die nächste? Marlene, ich habe mir an dir ein bisschen die Zähne ausgebissen. Au. Hat das wehgetan? Aber so richtig zu deinem Kern konnte ich nicht vordringen und deswegen muss ich dir die Kette heute leider abnehmen. Alles klar, super, ja. Meine Einschätzungen von 2 Folgen davor waren auf jeden Fall falsch. Ich bin richtig gut im Raten, oder? Wenn das so weitergeht mit meinen Prognosen, gewinnt Maike wirklich nicht. Oder Maike würde gewinnen, aber sagt dann nein. Es war einfach zu angespannt zwischen Marlene und Lea. Viel Spaß euch noch. Ja, ich glaube, das tut dann irgendwie noch... Tut mir auf jeden Fall voll leid für Marlene. Sorry, ich muss zurzeit immer ein bisschen Augentropfen benutzen, aber verfehl die ganze Zeit. Ich irgendwie anscheinend immer so Probleme habe, mich zu öffnen und... Es tut mir schon ein bisschen leid, vor allem, wenn man es halt wirklich so doll gemerkt hat. Ich hätte es gerne anders gemacht, aber ja, kann ihre Entscheidung verstehen. You lost me. Aber ganz im Ernst, Marlene, irgendwann kommt die Richtige, mit der du das Gefühl nicht mehr haben musst. Und wer hier 1 und 1 zusammenzählen kann, weiß, dass Christine weiter ist. Christine, du hast mich gestern wirklich sehr begeistert. Und das lag nicht am Doppelshot Espresso, den ich danach getrunken habe. Es geht übrigens nach Phuket.
ach, wie praktisch, dann können wir das ganze Kamerateam einfach direkt nach Phuket fliegen, um da dann Bachelorette zu drehen. Perfekt. Und dann ist nämlich die Frage, was machen wir im Finale? Ja, welche Entscheidung tut mir nachhaltig gut und nicht nur für den Moment? Wenn es nämlich darum geht, würde sie Christine nehmen. Ach du Scheiße. Die Vorschau hat absolut nichts verraten. Und nicht mal, wenn man die Bilder 1:1 vergleicht, sieht man irgendwie, bei wem sie geheult haben könnte und bei wem nicht. Nicht mal das Mikrofon hängt ein bisschen schiefer oder so. Wir erfahren es wohl erst nächste Woche. Und danke auch nochmal an Bruno fürs Unterstützen des Videos. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. Guckt ein bisschen durch. 15% Rabatt insgesamt mit dem Code. Ich bin sehr happy mit dem Schmuck. Also dann, könnt ihr mich hier abonnieren, hier noch ein anderes Video angucken und dann sehen wir uns. Okay, tschüss!